Ich hab zwar rot in meinem Logo, aber stehe voll auf grün. Bin der Grafikkartenpate, meine FPS am blühen. Werfe Stress, komm zum Battle mit ner brandneuen RTX. Und zieh dich ab mit Shader-Reflexionen, Mann, als wärst du nichts. Auf den seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben, das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Kommt nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Brücke! Machen wir einfach unsere Arbeit! Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Sie sind getroffen, fahren aber noch! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Geruch, Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler. Thank you.
Stärke. Jetzt zurück zu Stefan. Wie haben Sie mich gefunden? Bin einfach dem Feuerwerk gefolgt. Zum Loot geht, Baby, keine Sorgen, ich komm mal spät. Sie lieben die Musik.